Hallo, ich bin Bürgermeisterin Verena Dietl. In meiner Videokolumne berichte ich regelmäßig über die Corona-Situation in München. Wir haben uns diese Woche über den Zickzack-Kurs der Bayerischen Landesregierung bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sehr gewundert. Leider hat das Hin und Her die Situation vor Ort nicht nur erschwert, sondern vor allem dazu geführt, dass die sowieso schon emotional aufgeladene Diskussion noch schwerer geführt werden kann und sich die Fronten weiter verhärten. Wir werden trotzdem alles versuchen, unser Personal in Münchner Pflegeeinrichtungen und Kliniken davon zu überzeugen. Wir waren immer der Ansicht, dass eine allgemeine Impfpflicht gerechter gewesen wäre als eine einrichtungsbezogene. Trotz aller Angebote in München ist die Impfquote in den letzten 2 Monaten nur mehr marginal um knapp 4 Prozentpunkte angestiegen, bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Wenn das so bleibt, spreche ich mich für eine generelle Impfpflicht ab 18 Jahren aus. Mir ist bewusst, dass dies ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, aber wir müssen die Allgemeinheit schützen. Daher mein Appell, lassen Sie sich impfen. Jetzt geht es freiwillig, ohne Termin und ohne lange Wartezeiten.